Leute, ich bin Chelsea. Ich möchte euch heute was ganz Tolles zeigen. Habt ihr Lust? Wisst ihr, ich bin mit meinem Hund Chester hier an meinem Baumhaus. Mein Papa hat es für mich gebaut. Ich bin so stolz drauf und würde es euch heute sehr gerne einmal vorstellen. Manchmal, wenn ich schlechte Laune habe oder ja, einfach nur alleine sein möchte, dann komme ich hierher mit Chester. Chester hat seinen eigenen Bereich. Ich zeige euch das mal, okay? Seht ihr hier unten? Hier ist seine Hundehütte. Chester fühlt sich sehr wohl dort. Papa hat es extra für Chester gemacht. Also wenn wir nicht gerade spielen, oder ich wirklich mal ganz alleine sein möchte, dann geht Chester unten in seine Hütte. Aber ich möchte euch jetzt auch mein Paradies zeigen. Also wartet mal ab. Seid ihr bereit? Seid ihr genauso aufgeregt wie ich? Ja, dann wartet mal ab. 1, 2, 3. Ich mach das Tor jetzt auf. Tada! Das ist mein Paradies. Habe ich euch zu viel versprochen? Mir fehlt es wirklich an nichts. Also, ich stelle euch jetzt einfach mal alles vor, was ich so hier zu bieten habe. Hier oben angekommen, stelle ich euch jetzt mal die rechte Seite vor. Hier habe ich ein Fernglas. Dort kann ich abends bzw. nachts die Sterne sehen. Also bislang war ich noch nicht so ganz oft nachts hier, weil ich ein bisschen ängstlich bin. Aber ich hatte mir wirklich vorgenommen, mal mit Lilly, meiner Freundin, hier zu schlafen. Ich weiß nicht, ob unsere Eltern das erlauben, aber fragen können wir ja mal. Hier im mittleren Bereich haben wir ja 2 Stühle, einen Tisch und hier esse ich gern meine Törtchen. Ich stehe so wirklich auf Himbeertörtchen. Mögt ihr die auch so gerne? Seht ihr auf den Stühlen? Hier habe ich ganz lustige Masken. Manchmal verkleiden Lilly und ich uns. Das ist wirklich lustig. Soll ich mal eine aufsetzen? Ja, wartet. Na, was sagt ihr? Gefällt sie euch? Also, ich glaube, das ist ein Fuchs. Ich werde jetzt gleich mal die mit der Eule aufsetzen. Vielleicht gefällt die euch ja besser. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht mal reinschreibt, welche Maske mir besser steht, okay? Also, schreibt drauf los. So, da habe ich die blaue Maske auf. Das soll eine Eule sein. Also, mir gefällt persönlich die blaue viel besser. Ich glaube, ich werde jetzt gleich etwas Limonade trinken. Meine Omi, die macht immer ganz leckere Limonade. Selbst natürlich. Also die gibt es im Supermarkt definitiv nicht zu kaufen. Aber ich sage euch eins, wenn es die zu kaufen gäbe, wäre es mit Sicherheit ein Renner. Die schmeckt so gut wie, ja eigentlich immer. Aber ich möchte euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und euch noch den Rest meines Baumhauses zeigen. Habt ihr Lust? Ja, kommt, dann zeige ich es euch. Seht ihr, ich habe euch nicht so viel versprochen. Hier ist noch eine super tolle Rutsche. Von der rutsche ich jetzt einfach mal runter, okay? Auf die Plätze, fertig und los. Habt ihr das gesehen? Das hat riesig viel Spaß gemacht. Jetzt werde ich noch ein bisschen mit Chester spielen. Also in einer Stunde muss ich zu Hause sein, wisst ihr. Und ich nutze die Zeit jetzt noch ein bisschen hier, um ein paar klare Gedanken zu bekommen. Ich will gleich auch noch ein bisschen mein Tagebuch befüllen. Wisst ihr, ich schreibe nämlich immer Tagebuch, jeden Tag. Dort schreibe ich rein, was ich den ganzen Tag über so erlebt habe. Ich habe nämlich auch jemanden, den ich ganz nett finde und jetzt sind Ferien. Ich sehe ihn nicht so oft und ich vermisse ihn ganz schön. Naja, das ist auf jeden Fall mein Geheimnis, welches ich mit meinem Tagebuch teile. Und da ist es auch sehr gut aufgehoben. Ich fand es wirklich sehr nett, dass ihr mir dabei zugeschaut habt, als ich wunderschönes Baumhaus vorgestellt habe. Ich habe den besten Papa der Welt. Bis dahin sage ich einfach mal tschüss, bis bald und ja, abonniert doch den Kanal Kinderspielzeugwelt. Gebt einen Daumen nach oben, die freuen sich wirklich. Bis bald!